In diesem Video zeige ich euch genau, warum 80% der Hochzeitspaare es nach der Hochzeit bereuen, kein Hochzeitsvideo gemacht zu haben. Ich verrate euch, was immer wieder der Auslöser für diese Entscheidung ist und welche Vorteile ihr habt, wenn ihr euch für beide Formate, also Foto und Video, entscheidet. Und vor allem werdet ihr mit Hilfe dieses Videos eure Meinung ändern. Also, lasst uns jetzt durchstarten. Hallo, mein Name ist Rafa und auf diesem Kanal teile ich meine Erfahrung als langjähriger Hochzeitsfotograf und Videograf mit euch, liebe Brautpaare. Und wie schon erwähnt, möchte ich euch jetzt zeigen, warum 80% der Brautpaare es bereuen, kein Hochzeitsvideo gemacht zu haben. Ich spreche hier aus meinen unzähligen Gesprächen, Analysen und natürlich Erfahrungen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Als Hauptargument spielt oft das Thema Geld eine große Rolle und die Unwissenheit, die viele junge Brautpaare noch mit sich haben. Über diese und andere Punkte möchte ich mit euch jetzt sprechen. Ach, übrigens, dieses Video richtet sich sowohl für Brautpaare, bei denen die Hochzeit noch ansteht, aber auch für diejenigen, die kurz davor sind. Wahrscheinlich steckt ihr gerade auch wie viele andere Hochzeitspaare mitten in den Vorbereitungen und fragt euch, ob ihr es bei einem Hochzeitsfotografen belassen oder ob ihr zusätzlich noch jemanden für ein schönes Hochzeitsvideo buchen wollt. Klassischerweise buchen die meisten Paare nur einen Fotografen, und zwar aus folgenden Gründen, die ich euch jetzt hier zeigen möchte. Grund 1: Viele Hochzeitspaare denken nämlich, dass ein Videofilmer nur das i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte ist und man ihn nicht unbedingt benötigt. Hochzeitsfotos reichen uns schon aus. Grund 2: Sie gehen davon aus, dass es nicht mehr ins Budget passt und es einfach viel zu teuer ist. Grund 3: Ihre Freunde Jutta und Peter beispielsweise hatten auch nur einen Fotografen und sie waren super glücklich mit dem Ergebnis. Grund 4: Sie denken, dass ein Freund oder ein Familienmitglied mit einem Smartphone oder einer Kamera ausreicht, um den Tag festzuhalten. So, das waren die Gründe, die die Hochzeitspaare haben, um kein Hochzeitsvideo machen zu lassen. Spätestens aber, wenn ihr alle Momente für die Ewigkeit haben wollt, so dass euch nichts mehr fehlt, ja, werdet ihr es bereuen, kein Hochzeitsvideo gebucht zu haben. Nochmal, spätestens dann, wenn ihr alle Momente für die Ewigkeit haben wollt, so dass nichts ausgelassen wird, werdet ihr es bereuen, kein Hochzeitsvideo gebucht zu haben. Und warum das so ist und wie ich diese 4 typische Gründe entkräfte, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Grund 1: Sie denken, es sei nur das i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte. Es ist nicht so wichtig. Ich sage nicht, dass Hochzeitsfotos schlecht sind oder dass man sich lieber für ein Hochzeitsvideo entscheiden sollte. Nein, ganz im Gegenteil. Eine Mischung aus beidem wäre hier die optimale Lösung für eine Erinnerung, die nicht nur garantiert, dass nichts ausgelassen wird, sondern auch immer wieder das Gänsehautgefühl hervorruft, als wäre man noch einmal, ja, wirklich live dabei. Denn Fakt ist auch, dass man zum Beispiel das einmalige Ja-Wort, die Rede des Vaters, die Späßchen am Rande mit den Gästen oder die tränenreichen Worte, während Mama zum ersten Mal den Schleier anlegt, ja, nicht so lebendig nochmal erleben kann, wie es mit einem Video möglich ist. Denn das kann ein Foto alleine nicht. Grund 2: Wir haben kein Budget mehr. Die meisten Brautpaare sagen, dass sie kein Budget mehr für einen Videografen haben. Fakt ist aber, entweder sie haben die Kosten von Anfang an falsch geplant oder sie haben die wichtigen Punkte einer Hochzeit nicht als Prio gesetzt. Und das sind definitiv die Trauringe, der Hochzeitsfotograf und der Hochzeitsvideograf. Warum? Sie sorgen für bleibende und nachhaltige Erinnerungen auch über die Hochzeit hinaus. Denn mal ehrlich, wie schlimm wäre es, wenn das ganze Geld, das man lieber in andere Dinge investiert hat, für eine Hochzeitsfeier beispielsweise von bezaubernder Schönheit und Pracht, die sich nach kurzer Zeit eh in Luft auflöst, sage ich mal, ja, ohne dass man sich auch noch Jahre später daran erinnern kann,
wie schön dieser Moment eigentlich war. Ja, und zu denen, die jetzt sagen, ja, aber wir haben nur ein kleines Budget, denen kann ich sagen, bei einer Hochzeit kann man definitiv viel sparen. Das fängt bei der fünfstückigen Torte an, die am Ende ohnehin nicht ganz aufgegessen wird. Bei der Deko, die Tante Emma, die Hobbybastlerin, mit viel Spaß hätte basteln können. Und übrigens, für mehr Spartipps habe ich für euch hier eine Checkliste vorbereitet, die ihr euch ja direkt hier herunterladen könnt. Den Download-Link findet ihr hier unter diesem Video in der Beschreibung. Und als letzten Punkt, ihr könntet einfach früher anfangen zu sparen und anders die Prioritäten setzen. Und zur Not könnt ihr euch auch ein Hochzeitsvideo von euren Eltern oder Geschwistern schenken lassen. Grund 3, eure Freunde haben auch nur einen Fotografen gehabt, sie waren damit sehr, sehr glücklich. Ja, es kann natürlich sein, dass Jutta und Peter beispielsweise mit den Hochzeitsfotos total zufrieden waren und es ihnen auch gereicht hat. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass es euch reicht. Denn ihr wollt ja nicht, dass euch am Ende Momente für die Ewigkeit fehlen und ihr euch euer ganzes Leben darüber ärgert, nur weil ihr auf andere Menschen gehört habt. Denn was wäre das für ein schreckliches Gefühl, wenn man diese schönen Erinnerungen nicht mehr erleben könnte? Beispielsweise die lustigen Momente oder wie ihr euch in der Kirche das Ja-Wort gebt und euch dabei ein Patzer passiert und alle Gäste ja dabei lachen. Oder wie Papa gerührt seine Tochter als Braut zum ersten Mal sieht und sie zum Bräutigam in die Kirche führt. Oder wie ihr euch noch einmal ja, das Eheversprechen spricht, ja, was ihr so lange vorbereitet habt. Ein Foto allein kann das nicht. Grund 4, ein Freund oder ein Familienmitglied kann ja mit seinem Handy unsere Hochzeit verfilmen. Es mag verlockend sein, einen Freund oder ein Familienmitglied ja, zu bitten, die Hochzeit zu verfilmen. Aber das kann nur zu Enttäuschung und Ärger führen und im schlimmsten Fall die gute Beziehung gefährden. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir alle wissen natürlich, dass es dank der Mobiltelefone heutzutage sehr einfach ist, ein kurzes Video mal eben aufzunehmen und zu bearbeiten, dank der vielen Apps. Ein professioneller Hochzeitsvideograf bringt aber die Erfahrung und das Wissen mit, wie man eine Hochzeit am besten filmt. Er kennt die besten Einstellungen, Winkel und Techniken, um die besten Aufnahmen zu machen und kann mit unvorhergesehenen Ereignissen auch des Tages effizient umgehen. Nicht nur die hochwertige Ausrüstung und der professionelle Schnitt verwandeln eure einzigartigen Momente in einen zauberhaften Hochzeitsfilm, sondern ihr habt auch noch nach der Hochzeit eine Erinnerung, die ihr noch Jahrzehnte später mit euren Kindern und Enkelkindern anschauen und bewundern werdet. So, das solltet ihr auf jeden Fall auch nochmal wissen. Einer der Hauptgründe, warum sich das Videoformat noch nicht durchgesetzt hat, ist, dass es in Deutschland noch ja, nicht so verbreitet ist und vor allem viele Brautpaare gar nicht wissen, dass es so etwas gibt. Ja, tatsächlich, wie oft erlebe ich das selbst am Telefon? Erstaunte Bräute, die zum ersten Mal das Wort Hochzeitsvideograf hören. Wow! Fakt ist aber auch, dass dieses Thema bei der Vorbereitung einer Hochzeit viel zu wenig ernst genommen und viel zu wenig kommuniziert wird. In Amerika beispielsweise ist es schon seit vielen Jahren ein Muss. Standardmäßig wird immer zuerst der Videograf und dann der Fotograf mitgebucht. In Deutschland sind wir da ja leider noch wirklich stehen geblieben. Ich hoffe, das ändert sich in der nächsten Zeit. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und euch Klarheit geben, dass ihr schöne Erinnerungen für die Ewigkeit liegen lässt, wenn ihr das Thema Hochzeitsfilm nicht ernst genug nimmt. So, und damit ihr nie wieder die Ausrede habt, dass es euch zu teuer ist oder ihr kein Budget mehr über habt, wollte ich euch nochmal erinnern, dass ihr euch jetzt euer Geschenk 16 Spartipps für eure Hochzeit herunterladen könnt. Und da ihr euch jetzt mein komplettes Video angeschaut habt, habe ich noch ein zweites Geschenk für euch. 3 Schritte zur Traumhochzeit. Wie ihr noch nach der Hochzeit das Knistern eurer Liebe in Bild und Ton mit euren Kindern und Enkelkindern erleben werdet. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ihr direkt für euch umsetzen könnt. Damit ihr eine Erinnerung in den Händen halten könnt, ja, die ein Leben lang hält. Also, jetzt keine Zeit mehr verlieren.
und direkt durchstarten. Den Link zum Schritt-für-Schritt-Video findet ihr auch hier unter diesem Video in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt ein unvergessliches Hochzeitskino und bis zum nächsten Video, euer Rafa.